Ja, hier ist noch ein Beispiel zur Zeitdifferenz, weil da stelle ich fest, dass da immer wieder die größten Missverständnisse auftreten und auch viele das nicht so richtig verstehen. Deswegen habe ich hier mal ein Beispiel vorbereitet, in dem ich das, mit welchen ich hoffe, das ein bisschen auflösen zu können, die Ungereimtheiten. Und zwar, ich habe hier ein Startdatum und ein Enddatum. Ja, um die Sache zu vereinfachen, weil Sie wissen ja, mit Minusdifferenz ist das so eine Sache, die gibt es normalerweise nicht wirklich. Ja, also da muss man dann nochmal einen anderen Weg gehen. Sollten Sie mal schauen, dass das Startdatum kleiner ist als das Enddatum. Dadurch kriegen wir positive Differenzen raus. Jetzt können wir die Zeitdifferenz einfach mal so ausrechnen, indem wir sagen, ist gleich das minus dem. Also Ende minus Anfang. Und bekommen das hier als Differenz entsprechend kalkuliert. Wenn wir das Ganze als Datum formatieren. In Wirklichkeit, daran sei an dieser Stelle nochmal erinnert, wird die Differenz, also schreiben wir hier rein, das ist die Differenz, ich schiebe mal das mal hier auch hier oben, das ist die Differenz als Datum und das ist die Differenz als Tage. In Wirklichkeit rechnet uns Excel das Ganze aus in Tagen, das heißt, ich kann sie nochmal kopieren. Nein, nicht aufpassen, tu einfach nur den Wert, also gehen wir, ja, tun wir es einfach hier, sagen wir mal neu machen, geht ja schnell, also ist gleich dieser Wert. Und den tun wir jetzt mal anders formatieren, nehmen wir auf Standard gehen, dann sehen wir die Differenz in Tagen. Ja, und natürlich die Uhrzeit hier hinten mit dran. Ja, das wollen wir ein bisschen mit im Hinterkopf behalten, dass in Wirklichkeit Excel uns das Ganze hier als Tage ausrechnet und natürlich auch die Zeitdifferenz mit drin hat. Die sieht man in dieser Dezimalstelle, also die Stellen nach den Komma stellen die Uhrzeitdifferenz da. Und die Stelle vor dem Komma ist die Differenz in Tagen, was die Grundeinheit in Excel ist. Das Ganze kann man als Datum formatieren und sieht das dann so aus. Okay, jetzt wollen wir uns mal rausholen, die Differenz in Sekunden. Ja, die Zeitdifferenz in Sekunden. Relativ und nicht absolut. Das heißt, wir wollen quasi nur die Differenz zwischen den beiden Sekunden hier ausrechnen. Und da machen wir Folgendes. Wir tun einfach unsere Zeitdifferenz nehmen, egal welche, und ziehen uns einfach die Sekunden raus, weil die Differenz zwischen 15 und 24 wäre 9. Die steckt quasi hier schon drin. Und mit der Funktion Sekunde gehen wir hier oben auf Formeln, dann Datum und Uhrzeit, rufen die Funktion Sekunde auf und ermitteln jetzt hier aus dem den Sekundenanteil, das wäre hier die 9. Ja, wichtig wäre hier nochmal der Hinweis, das ist die Gesamtdifferenz also die relative Differenz in Sekunden, also hier zwischen den Sekunden, Sie können natürlich auch die Gesamtdifferenz aus Sekunden ausrechnen. Ja, das auch nochmal, das wäre jetzt die zweite Variante, also Sekunde, sagen wir mal hier, ich tue es mal relativ als relativ bezeichnen, also nur den Sekundenanteil an der Differenz oder sagen wir mal anteilig, ist vielleicht besser, anteilig. Gehen wir hier auf Start, dann auf Schriftart. Sagen hier tief gestellt und das wäre jetzt die Sekunde absolut, die Zeitdifferenz APS, tun wir das abkürzen und da müssen wir das jetzt hier einfach umrechnen in Sekunden. Dazu nehmen wir hier einfach diesen Anteil, sagen wir ist gleich, wir müssen das nächste Mal umrechnen, achso, hier gehen wir da rein, ist gleich, zunächst müssen wir umrechnen die Tage in Sekunden. Also gehen wir hier auf Tage, auf Ganzzahl und ziehen uns hier die Tage raus. Sieht dann so aus. Das wäre jetzt hier die Tage, die ist 1020 und die rechnen wir jetzt um in Sekunden. Also müssen wir die rechnen mal 24 in Stunden mal 60 in Minuten mal 60. So, das haben wir nur die Tage umgerechnet. Jetzt noch die Zeitanteil hier hinten plus, das wäre jetzt der Rest. Also suchen wir wieder hier den Rest und das durch 1, also dividiert. Da bekommen wir hier den Zeitanteil hier D3, also wäre jetzt hier der Kommaanteil und den nehmen wir auch wieder mal 24 mal 60 mal 60. Das wäre jetzt die Differenz in Sekunden. Das ist eine verdammt hohe Zahl. Wenn wir uns die Formel angucken, dann sehen wir, das können wir eigentlich zusammenfassen. Ja, da kommt dasselbe raus. Wir müssen das gar nicht getrennt betrachten.
Ich mache das mal jetzt hier dahinter, um Ihnen zu zeigen, dass das gleiche rauskommt. Also wir können einfach die Differenz nehmen, das hier, wobei ich kann auch das nehmen, ist völlig egal, der Wert ist ja gleich. Also ist gleich dieser Wert mal 24 mal 60, also mal Stunden mal 60 Minuten und nochmal 60 Sekunden und wir kommen genau auf dasselbe. Ja, also das wäre die ganze Formel nochmal vereinfacht, weil Sie das natürlich auch ausklammern können. Das heißt, Sie können in dem Fall auch das Datum und den Zeitwert getrennt betrachten. Das wären die Sekunden absolut. So, machen wir dasselbe mit der Minute. Jetzt habe ich mich hier verklickt. Zellen löschen. So, machen wir dasselbe mit der Minute. Also auch hier wieder, wir wollen die Differenz haben in Minuten anteilig. Oder Minuten absolut. Hier diesen. Ja, wir gehen mal davor, gehen einfach auf ist gleich und rechnen das Ganze in Minuten um, nehmen wir unsere Zeitdifferenz, die wir schon berechnet haben. Achso, anteilig, da ziehen wir einfach hier die Minuten raus. Das wäre dann, Differenz wäre dann hier, wo haben wir es hier, 8 Minuten, ja, zwischen 35 und 43 vergehen quasi 8 Minuten. Gehen also hier auf anteilig, ist dann nur dieser 8, wollen wir quasi rausholen, gehen also hier auf Datum Uhrzeit, rufen hier Minute auf und nehmen wir Differenzwerten, er zieht uns hier die 8 als Zahl raus. Ja, oder absolut, weil das komplett in Minuten umrechnen. Das können wir natürlich machen, allerdings die Sekunden nicht mehr, ne? Die sind dann quasi, die stehen dann nach dem Komma. Hier können wir vielleicht die Zahlen noch etwas schöner darstellen, sehe ich gerade, wenn wir hier auf Zahl gehen und sagen, wir wollen das hier haben in Form von, also hier dieses Tausender-Trennung noch davor. So, dann sieht das ein bisschen schöner aus. Und Minute können wir das dann ähnlich, wir haben aber ähnlich machen müssen. Ja, machen wir es mal jetzt, also du hast mal umrechnen gehen, also auf ist gleich, holen uns hier die Differenz, wie gesagt, völlig egal welcher Wert, mal 24 in Stunden, mal 60 in Minuten. Und übernehme jetzt hier nochmal die Formatierung mit den Tausendern. So, Alt, da fällt noch Komma stellen. Das wäre jetzt die Minute, aber es sind da noch Sekunden drin. Das muss ich auch noch mit reinnehmen. Also hier 0,2 stellen nach dem Komma. Ja, das wären dann noch. Aufpassen, das sind keine 15 Sekunden, sondern es ist quasi der Anteil. Ja, also die Sekunden sind eigentlich 9. Ja, das sieht man dann, das Ganze dann in Minuten umgerechnet. Das können wir natürlich auch in Stunden machen. Ja, wir haben das quasi jetzt hier getrennt betrachten, von 8 bis, halt von 20 bis 12 gehen quasi, vergehen quasi 2. Von 20 Uhr bis 12 Uhr, genau. Ja, vergehen quasi 16 Stunden. Ja, noch 4 Stunden brauchen wir ungefähr bis 24 Uhr, wenn wir Minuten und Sekunden quasi ignorieren. Und dann haben wir nochmal auf die 12 drauf addiert, bis die im nächsten Tag hineingehen. Und dann kommen wir auf 16 Stunden. Also auch hier können wir das entsprechend, also wieder anteilig. So. Und dann absolut. So, also ist, also gehen wir da rein, wir holen uns wieder und diese, haben wir es hier, diese 16, wo man aus die Zeitung, also Differenz einfach raus. Ich blende mal das hier ein bisschen aus, damit man das besser nachvollziehen kann. Ausblenden, betrachte jetzt nur die Stunde, ziehen uns quasi hier die 16 einfach aus Wert raus, gehen also wieder auf Formeln, dann Uhrzeit, rufen wir die Stunde auf und übergeben hier unsere Differenz und er zieht uns hier die 16 als Zahl raus. Oder wenn wir das komplett haben wollen, absolut in Stunden, wobei die Minuten und Sekunden verbinden sich dann, sind dann wieder quasi hinter der Zahl nach dem Komma. Also gehen wir hier auf ist gleich und rechnen uns diesen Wert einfach mal 24 um. Aufpassen, auch hier wieder darauf achten, dass man das ja mit Kommastellen darstellen, weil das verbirgen sich dann noch der Minuten- und Sekundenanteil. Zunächst mache ich hier die Tausender-Trennung, also
Raute ist das, glaube ich. Und dann hier hinten noch Komma 0,0. So. Hier können wir auch noch die Tausendertrennung einbauen. Zahl, Benutzer definiert. Ups. Achso, das haben wir hier eh. Ja, machen wir das gleich so. Ja, jetzt haben wir die Stunden. Jetzt die Tage. Ich mache mal die Stunden wieder aus. Ausblenden. Ja, die Tage absolut haben wir eigentlich schon hier. Das können wir gleich mal eintragen. Das ist sowieso die Einheit immer von Excel. Jetzt können wir die Tage allerdings aber auch hier anteilig betrachten. Ja, mit der Funktion ddiff können wir zunächst was machen. Gehen also hier auf ist gleich ddiff. Aufpassen, die Funktion ist nicht unterstützt, also einfach an die Funktion richtig schreiben, dann zweimal Semikolon, Klammer schließen. Und jetzt haben wir zumindest hier einen Assistenten, den wir verwenden können mit einer Vorschau. Wichtig ist, es kommt das Startdatum, das muss kleiner sein als das Enddatum. Und hier die Differenz, und die wollen wir in Tagen haben. Also bei 1322, witzig ist jetzt hier, ne, er hat jetzt hier natürlich unter Ignoranz der Zeit, aber aufpassen, das ist die Gesamtanzahl, wir wollen es aber relativ haben, also anteilig. Dann müssen wir hier noch den Parameter ändern unter Berücksichtigung des Jahres und des Monats. Ja, also wenn wir hier MD eintragen, das ist dann die Abkürzung dafür. Dann bekommen wir hier die Differenzen in Tagen. Ja, hier fällt natürlich auf, wir sind jetzt hier 14 Tage, warum hier 13? Das ist einfach erklärt. Hier berücksichtigt er wirklich das gesamte Datum, also auch die Uhrzeit. Und laut Uhrzeit sind noch keine Volltage vergangen und deswegen kommt er hier nur auf 13, während hier betrachtet er einfach nur die beiden Zahlen. Ja, also hier die 22 und die 8, da ist die Differenz. 14, das können Sie auch ohne die Funktion ddiff machen, indem Sie einfach sagen, ist gleich, also ist gleich Tag. Ja, Sie holen sich mit der Funktion Tag hier die 22 raus. Minus, ja, hier können wir jetzt einfach noch den Tag auch wieder extrahieren als Zahl und dann von der anderen Zahl abziehen. Als Tag A3, Klammer zu, und da kommen wir auch auf die 14. Also theoretisch dasselbe, brauchen wir keinen DDIF dazu. Interessanter ist, und das ist nämlich interessant hier, also jetzt können wir auf die Idee kommen, das kann man ausklammern, da kommt was anderes raus. Ja, wenn Sie jetzt hier aus der Differenz den Tag rausholen, das ist eigentlich die genauere Variante, dann haben Sie im Prinzip auch alles berücksichtigt, ja, auch die Uhrzeit. Das ist im Prinzip die Variante, die ich vorziehen würde. Jetzt gehe ich einfach auf, also ich mache von hier oben wieder, also Formeln, rufe die Funktion Tag auf. Hier und hole mir hier aus der Differenz den Tag raus. Dann bekomme ich hier auf meine 13 und dann habe ich den Tag, wenn Sie so wollen, ganz genau. Dann ist auch die Uhrzeit im Prinzip mit im Boot, die normalerweise sonst nicht mit im Boot wäre. So, machen wir jetzt hier die Sache mit den Monaten. Ich blende mal hier die Tage wieder aus. Ausblenden und schauen wir uns das in Monaten an. Ja, also auch hier können wir wieder die Funktion ddiff ins Spiel bringen. Also gehen wir hier auf Monat ist gleich ddiff, Klammer auf, Klammer zu. Achso, ich habe noch vergessen, die Semikolon zu setzen. Zweimal Semikolon. Müssen Sie machen, damit die Struktur bekannt ist. Jetzt kann ich hier ein bisschen rumspielen. Startdatum wäre dieses, Enddatum wäre dieses und jetzt geben wir noch die Monate ein. Aufpassen, wenn wir das jetzt, achso, in Anführungsstrichen nicht vergessen. Das wären im Prinzip jetzt die Monate, wenn Sie so wollen, absolut. Ja, also das ist auch nochmal interessant. Das kriegt man wahrscheinlich, das würde ich wahrscheinlich jetzt nur mit der Funktion ddiff hinkriegen. Ja, also ich wüsste jetzt gar nicht, das jetzt manuell auszurechnen wäre allerdings kompliziert. Wobei das wahrscheinlich die wenigsten interessieren würde, das in Monaten irgendwie zu machen. Aber falls man das braucht, ja, geben Sie einfach M ein. Oder wenn Sie jetzt hier die Monate wirklich nur anteilig haben wollen, dann geben Sie noch ein J davor ein. Ups, das heißt JM, YM,
nicht, ist Englisch, also für Jahr, YN, und dann bekommen Sie das Ganze in 7. Das wäre nichts anderes, als hier die Monate auszurechnen, also von 10 bis 12 sind es noch 2 und dann kommen 5 in 9 Jahren hinzu, macht insgesamt 7. So, wie würde man das manuell ausrechnen? Hier müssten Sie jetzt eine Fallunterscheidung machen, ja, weil die Monate nicht immer im Jahr liegen. Ja, da muss man ein bisschen aufpassen, wenn man quasi und ja, hier müsste ich jetzt folgendermaßen vorgehen. Bräuchte ich eine Wenn-Funktion, die findet man hier unter Logik. Wenn. Und jetzt müsste ich hier einmal prüfen, ob jetzt der Monat vom Startdatum kleiner ist als der Monat vom Enddatum. Was sage ich also hier Monat A3 kleiner Monat B3. Wenn dem so ist, dann brauche ich bloß rechnen Monat, also brauche ich es runterkopieren. Steuerung C, Steuerung V, dann rechne ich einfach Monat B3 minus A3. Und wenn dem nicht so ist, dann muss ich rechnen 12 minus Monat A3 plus Monat B3. Ja, also wie gesagt, wenn der Monat kleiner ist hier, und nehmen wir an, wir hätten hier eine 5 und hier eine 3, dann genügt es einfach 5 minus 3 zu rechnen. Wenn dem nicht so ist, dann muss ich quasi erstmal die Monate bis zum Jahr noch durchzählen, bis das Jahr zu Ende ist und dann die Monate vom angefangenen neuen Jahr drauf addieren. Ja, so ist die ganze Logik und so kommen Sie im Prinzip auf dasselbe wie hier. Ja, oder Sie machen die Variante eben, dass Sie einfach sich hier den Monat aus der Differenz rausholen, ja, indem Sie hier sagen, ist gleich Monat von hier rausgezogen aus Zahlen. Da kommen wir komischerweise auf 8. Ja, warum kommt er jetzt hier auf 8 und nicht auf 7? Er zählt quasi bei dieser Differenz jeden angefangenen neuen Monat. Das heißt, wir haben jetzt hier Oktober, also Oktober 1, November 2, Dezember 3, Januar 4, Februar 5, März 6, April 7 und Mai wären dann 8. Ja, so würde dann die Differenz in dem Fall berechnet. Bei Monaten ist das auch ein bisschen schwierig, ja, das gebe ich zu, weil die Monate lassen sich nicht so einfach umrechnen in Tagen und so weiter. Da muss man ein bisschen aufpassen, wie will ich es haben. Aber Sie sehen, wenn ich jetzt hier, gibt zwei verschiedene Varianten, das zu ermitteln. Ja, entweder mit DDIF oder ohne. So, machen wir jetzt noch das Jahr. Jahresdifferenz. Hier auf Ausblenden. Also, das ist auch noch interessant, wenn Sie jetzt hier geht er quasi nach jedem angefangenen Monat. Ja. Und weil die 22 größer ist als die 8, dann zählt das im Prinzip voll. Hier bei DDIF wird er im Prinzip nur rechnen, diese 5 minus, also 5, also diese 5 Monate minus 10, ja, also diese Zahlen. Das ist im Prinzip interessant. Ich finde diese Variante eigentlich interessanter, ja, also hier mit dieser und ohne DDIF zu arbeiten. Ja, machen wir jetzt noch das Jahr. Da ist es im Prinzip fast wie beim Monat, können wir da vorgehen. Zunächst mit DDIF. Gehen wir also hier auf Ist gleich. Achso, soll ich die Monate ausblenden, damit Sie das besser sehen? Ausblenden. Also ist gleich Date Div, Klammer auf, Semikolon, Klammer zu. Jetzt haben wir natürlich noch die Funktion noch füllen und brauchen das Startdatum, das Enddatum und hier die Differenz in Anführungsstrichen Y für Jahr. Und da kommen wir hier auf 3 Jahre. Das ist insofern wieder, als würde er quasi 2019 minus 2015 rechnen, aber aufpassen. Hier ist es wieder so, das wäre normalerweise streng genommen 4 Jahre. Ja. Aber in dem Fall, wenn ich das so eingebe, dann guckt er, ob ein komplettes Jahr schon rum ist. Und das ist es noch nicht. Ja. Wenn Sie vom Oktober bis zum Mai gehen, die Jahre rechnen also so aus, wenn er halt schaut, ob da wirklich ein volles Jahr schon rum ist, ist es noch nie. Ich kann es natürlich auch wieder rein, indem ich einfach die beiden Zahlen voneinander abziehe, ausrechnen, indem ich einfach sage, ist gleich. Ja, dieses minus Jahr A3. Dann kommen wir auf die 4 Jahre Differenz, ne, 2019 bis 2015. Oder wir ziehen einfach uns das Jahr wieder hier raus.
Aber aufpassen, da muss man ein bisschen aufpassen jetzt hier, da muss man rechnen, ist gleich. Ja. Dieses. Da kommen wir aber hier auf 1903. Und da müssen wir natürlich noch 1900 abziehen, weil wir erinnern uns, 1900 geht es los in unser Kalender. Also 1900 müssen wir da abziehen und dann kommen wir auf unsere 3 Jahre. Ja, also das können wir auch wieder theoretisch, mathematisch machen. Brauchen wir keinen Tintiff dazu. Ja, ich hoffe, ich konnte Ihnen hier so ein bisschen zeigen, dass Sie das theoretisch auch ohne die Funktion Tintiff machen können. Und was eigentlich sogar genauer ist, ja, also die Funktion Dativ ist mitunter ungenau, vor allem wenn es darum geht, die Uhrzeit zu berücksichtigen, die spielt da überhaupt keine Rolle. Ja, und wenn Sie das einfach so ausrechnen, wie ich es Ihnen gezeigt habe, mit diesen anderen Funktionen arbeiten und ich meine wegen der Differenz das mal so ermitteln und dann die entsprechenden Werte sich rausziehen, sind Sie eigentlich genauer unterwegs als mit der Funktion Dativ. Ja, das ist ja nochmal ein kurzer Hinweis und das sollte dieses Ziel dieser kleinen Demonstration sein.